2015 hat kaum begonnen, da legt der Berliner Hockeyclub schon wieder richtig los. Die Damen und Herren empfangen die TuS aus Lichterfelde. Doch ganz zu Beginn empfängt der BHC erstmal seine eigenen Mitglieder. Denn unter der Woche fand der traditionelle Neujahrsempfang statt. Hier zeigen wir den Mitgliedern nochmal, was im vergangenen Jahr so passiert ist, machen eine kleine Präsentation mit Bildern, ein bisschen Musik unterlegt und zeigen natürlich auch einen Ausblick auf das kommende Jahr. Und das startet bei uns gleich mit der Bundesliga, mit den zwei wichtigen Spielen gegen TuS Lichterfelde am Freitag. Und damit gleich rein ins neue Hockeyjahr 2015. Die Damen vom BHC in Rot gleich zu Beginn im Rückwärtsgang. Schnelles Umschaltspiel der Gäste und nach der kurzen Verwirrung um den Ball ist es Sarah Polonski, die zur Gästeführung trifft. Der BHC also gewarnt. Nicht umsonst, auch im Hinspiel gab es gegen Lichterfelde nur ein 3:3. Doch erstmal tief durchatmen. Hanna Schniewind nutzt die Strafecke, Ausgleich 1:1. Der Tabellendritte lässt aber nicht locker. Warum auch? Mit 11 Punkten sind Platz 1 und auch Platz 2 noch in Sichtweite und ein Ticket fürs Viertelfinale durchaus noch möglich. Demnach das 3:1 aus Gästesicht ein weiterer Schritt dahin, Sophie Rudolph mit ihrem zweiten Treffer. Ja, ein guter Start ins Spiel sieht anders aus, aber irgendwie ist in dieser Hallensaison für den BHC alles möglich. Aus einem 1:3 Rückstand wird binnen weniger Minuten ein 3:3. Und wenn es so gut läuft, logisch, dann kommt auch noch ein Treffer obendrauf. Lena Langer mit dem 4:3 für den Berliner Hockeyclub. Diese Führung gibt der BHC auch im Durchgang 2 nicht mehr her. Zwar können die Gäste aus Lichterfelde von der TuSLi nochmal verkürzen, doch bringen tut das nicht mehr viel. Die BHC-Ladies bezwingen TuS Lichterfelde verdient mit 6:4. Ich finde, heute hat man uns angesehen, dass wir es einfach mehr wollen und wir sind bissig geblieben. Also TuSLi hat es gut gemacht, aber sie haben auch viel von unseren Fehlern profitiert in der ersten Halbzeit. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht, mehr auf deren Fehler spekuliert und das hat uns heute einfach ausgezeichnet. Und damit zu Spiel 2, gleiche Partie und heiße Worte vorne weg. Denkt dran, wir sind im neuen Jahr und wir sind heiß in diesem neuen Jahr. Ja? Als Stadion, hier haben wir richtig rein zusammen. 1, 2, 3! BHC! Doch reinhauen tun sich erstmal die Männer in Weiß. 1:0 aus Sicht der TuSLi. Torschütze, die Nummer 19, Uwe Barsch. Und der Tabellenerste aus Lichterfelde liegt gleich nach. Strafecke und eiskalt verwandelt durch Janis Schwepps. 2 Tore führen. Doch die Herren in Rot sehen jetzt förmlich rot. Die Männer des BHC, ähnlich wie die Damen zuvor, wie von der Tarantel gestochen und mit einer Aufholjagd vom Allerfeinsten. Aus 0:2 macht ganz schnell 3:2 Zwicker mit der Führung. Und quasi mit dem Pausenpfiff dann das Tor des Tages hingeschaut und gestaunt. Ein Solo zum Dahinschmelzen. Sascha Gees mit dem 4:2 für den BHC. Durchgang 2 schließt dann direkt an. Der Berliner HC konsequent und hier mittlerweile mit Treffer Nummer 6. Lichterfelde kann zwar noch auf 4:6 aus ihrer Sicht aufschließen, doch ohne Torwart hinten drin macht Berlin den Deckel drauf. Der BHC zum 8:4 der Endstand. Ich glaube, wir waren lange nah dran. Klar, BHC hat fast, glaube ich, durchgehend geführt, aber wir waren lange nah dran, haben es spannend gehalten. Am Ende ist da ein bisschen die Luft raus gewesen und wir haben die Chancen halt leider nicht genutzt. War mehr drin. Ich würde schon sagen, dass wir auf jeden Fall verdient gewonnen haben. Also wir waren halt phasenweise halt das bessere Team, haben einen Tick mehr Aggressivität an den Tag gelegt. Natürlich 8:4 ist am Ende so ein bisschen deutlich, aber es lag halt am Ende dran, weil TuSLi aufmachen musste und wir dann halt quasi die Chance genutzt haben, dass sie ohne Tote spielen. Die BHC-Teams also mit einem perfekten Start ins neue Jahr. Und wenn das ein Vorgeschmack aufs Final Four in Berlin sein sollte, dann können die Sektgläser schon mal bereitgestellt werden. I'm an Albert Chow.